Es ist zweifellos die junge Frau, die dir schon öfter vor deinem geistigen Auge erschienen ist. Aber an mehr erinnerst du dich einfach nicht. Eine sehr hübsche Frau. Oh, und irgendwie sieht sie nicht sehr begeistert aus und irgendwie sehen wir auch sehr, sehr traurig aus. Ich bin John Yesterday, Experte für satanische Sekten. Urplötzlich erinnerst du dich. Du warst vor ein paar Monaten schon einmal hier. Ich bin John Yesterday, Experte für satanische Sekten. Vielen Dank für die Information, Monsieur Yesterday. Verschwinden Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Okay. Ich muss herausfinden, welchen Zusammenhang es zwischen der Kathedrale von Notre Dame und der Alchemie gibt. Und Monsieur Petit ist eine der wenigen Personen, die in dieser Sache Nachforschungen angestellt haben. Finden Sie es allein heraus. Monsieur Petit hat keine Zeit. Oh, die ist aber sehr schnippisch. Haben Sie schon mal vom Inquisitor gehört? Dem Obdachlosenmörder in New York? Ich glaube, Monsieur Petit kann mir helfen, ihn zu finden. Zuerst müssen Sie Monsieur Petit aber finden. Und ich bezweifle, dass Sie das schaffen. Wenn Sie mir sagen könnten, wo er ist. In der Hölle, John Yesterday. Mein Vater hat sich vor 2 Monaten umgebracht. Suchen Sie ihn dort. Sie werden ja zweifelsohne ebenfalls dort enden. Es tut mir leid. Ich bin ein Idiot, ein großer Idiot. Entschuldigung, kann ich es irgendwie wieder gut machen? Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich sollte Nein sagen. Ja. So sieht also Kaffee trinken heutzutage aus. Ja. Nett. Hast du Angst? Wovor? Vor dir, John. Diese paar Monate mit dir haben meinem beschissenen Leben ein wenig Frieden beschert. Und jetzt gehst auch du. Es macht mir keinen Spaß, ständig die Männer in meinem Leben zu verlieren. War ich so schlecht? Das ist es nicht. Aber denk bloß nicht, dass ich deinem männlichen Stolz schmeichle und das Gegenteil sage. Dein Ego musst du woanders pflegen. Mensch, das war aber auch ein guter Kaffee. Du wirst mich nicht verlieren. Irgendwas sagt mir, dass wir das hier wiederholen werden. Du alter Komiker. Aber jetzt, wo du vom Tagebuch weißt. Du hast mir nicht erzählt, dass dein Vater ein Tagebuch führte. Ich vertraue ja nicht jedem. Es ist voll mit Notizen über die Alchemie, Notre Dame, eine satanische Sekte. Genau das, was dich interessiert. Morgen gebe ich es dir und dann wird dich nichts mehr hier halten. Das Tagebuch hat mir die Augen geöffnet, Pauline. Ich muss eine Irrenanstalt in New York aufsuchen. Dann geh. Komm mit mir. Ich werde schnell die Sachen aus dem Hotel holen. Du holst das Tagebuch. Wir treffen uns am Flughafen. Einverstanden? Ich sollte Nein sagen. Du bist nie dort angekommen. Als du im Hotel warst, hat dir jemand Quecksilber eingeflößt. Aber das kannst du Pauline nicht erzählen. Wieso sollte sie dir das glauben? Ich weiß, wieso du hier bist. Du wirst schon wissen, wo du es gelassen hast. Nimm das Tagebuch und verschwinde. Oh nein, sei doch nicht böse. Ich hab nichts. Ich kann mich einfach nicht erinnern, wo das Tagebuch ist. Es tröstet mich, dass ich nicht das Einzige bin, was du vergessen hast, John. Aber ich mache nicht zweimal denselben Fehler. Wenn du in 2 Stunden das Tagebuch im Hinterzimmer nicht gefunden hast, verschwindest du und lässt mich verdammt nochmal in Frieden. Ich weiß nicht, wieso ich mir das anhören muss. Oha, im Hinterzimmer. Wir gucken uns aber erstmal um. Du steckst die Schere ein, ohne dass dich Pauline dabei beobachten kann. Ja. Was haben wir hier? Du öffnest jedes einzelne der 9 Fächer. Aber sie sind alle leer. Ist aber auch ein schöner Antiquitätenladen, muss ich mal so sagen, ne? Aber, ja. Die arme Pauline. Du gehst alle Regale hier und im anderen Raum durch, findest aber nichts, was dich zu Petits Tagebuch führen könnte. Vor allem habe ich jetzt eigentlich wirklich nur so ein kurzes Zeitfenster. Ich meine, 2 Stunden sind an sich lang, klar. Aber trotzdem, mit ihm kann ich quatschen. Guten Tag. Kennen wir uns? Natürlich. Seit 5 Minuten, mein Freund. Marcel Richard, technischer Zeichner. Zu Ihren Diensten. Was? Ist das nicht der, der vorhin unten stand? Sowas wie unser Leibwächter oder jemand, der uns wieder Quecksilber einflößen will? Ich denke, wir werden ihn nochmal zu Gesicht bekommen. Der sieht nämlich ein bisschen so aus. Mögen Sie Antiquitäten, Marcel? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich verstecke mich vor meinen Gläubigern. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen kleinen Blonden reinkommen sehen, der nach viel Geld aussieht. Mhm. Sie kennen sich nicht zufällig mit Alchemie aus? Natürlich.
Ich mische Wodka mit Zitrone, Whisky mit Soda und Rum mit Ananas. Nichts davon verwandelt Metall in Gold, aber sie bewirken etwas Besseres. Sie verwandeln Frauen in Göttinnen. Och, hör doch auf. Ich suche ein Tagebuch. Es befindet sich wahrscheinlich im Hinterzimmer, aber falls Sie es hier irgendwo finden sollten... Verlassen Sie sich auf mich, mein Freund. Selbst wenn ich jemanden töten müsste, um an Ihr Tagebuch zu kommen, ich würde es tun. Hey, die kennen sich jetzt vielleicht seit ein paar Minuten, ne? Und das sind schon so ein Vertrauensbasis? Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Oh Gott, der sieht ja sehr begeistert aus. Oh. Guten Tag. Endlich mal ein wohlerzogener junger Mann. Nicht wahr, Walter? Ja. Sind Sie auf Urlaubsreise in Paris? Genau, mein Sohn. Wir feiern unsere Entscheidung. Stimmt's, Walter? Was? Haben Sie gesagt, dass Sie sich gerade haben entscheiden lassen? Genau. Wir waren schon seit 6 Monaten geschieden, als Walter einen Herzinfarkt hatte. Er veränderte sich total und wurde ein ganz anderer Mensch. Also sagte ich zu ihm, entscheiden wir uns? Und er antwortete... Okay. Er sieht aber nicht wirklich begeistert aus. Also erinnern Sie sich nicht mehr daran, wieso Sie sich scheiden ließen? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir haben uns viel gestritten. Weißt du noch, wie du mir immer widersprochen hast, Walter? Oh Gott, der Arme. Von außen ist das schwer zu erkennen, aber ich versichere Ihnen, dass jetzt alles anders ist. Oh ja, bestimmt. Es freut mich, dass Sie sich versöhnt haben. Das Leben hat uns eine neue Chance gegeben, mein Sohn. Und ich schwöre bei den Engeln, dass wir sie nutzen werden. Mhm. Geht es Walter gut? Keinerlei Folgeerscheinungen? Ganz im Gegenteil, mein Sohn. Es geht ihm viel besser jetzt. Nicht wahr, Walter? Ja, so sieht er auch aus. Sind Sie das erste Mal in Paris? Das allererste Mal. Wir wollten schon immer mal herkommen. Aber jedes Mal kam etwas dazwischen. Die Kinder, die Arbeit und dann die Scheidung. Ich habe tatsächlich mal gehört, so schön soll Paris gar nicht sein. Ist aber auch, nur, das habe ich nur gehört, ich war selber noch nicht da. Aber so schön soll es gar nicht sein. So, das hatten wir schon. Na gut, hier hinten ist noch was. Was ist das? Du nimmst die Uhrmacherlupe an dich, während du mit deinem Körper Paulines Sicht darauf versperrst. Ja, der klaut also hier ihre ganzen Utensilien. Ja, da wäre ich auch sauer an ihrer Stelle. Na gut, wir werden dann mal reingehen. Die Tür öffnet sich mit einem Quietschen. Okay, was erwartet uns? Die lässt uns hier einfach passieren, das ist schon heftig. Ich hätte ihn halt einfach rausgeschmissen. Die Lampe ist schwerer als erwartet, weil sie randvoll mit Öl ist. Wozu brauche ich das Öl? Im Regal ist nichts mehr, was dir nützlich sein könnte. Warum wird mir das dann immer wieder angezeigt? Oh, hier. Was ist da? Du nimmst die Kiste, öffnest sie und fragst dich, wozu diese sonderbaren Holzstückchen gut sind. Oh nein. Das sieht ja fast aus wie... Eine Kiste mit alchemistischen Holzstückchen. Das sieht aus, als ob hier noch ein Rätsel kommen könnte. Okay, hier oben können wir auch noch lang. So, wir schauen uns aber erstmal hier unten um. Ich vermute auch mal hier unten. Eine sehr detailgetreue Nachbildung der Kathedrale von Notre-Dame. Im kleinen Maßstab. Ich vermute mal, das Tagebuch wird sich auch oben befinden. Du berührst das Modell. Oh nein. Das Geheimnis steckt irgendwo in der Fassade. Ich weiß, dass es dort ist. Und wer war das? Wer war das? War das jetzt der Vater von Pauline? Aber an den kann er sich doch eigentlich gar nicht erinnern. Weder auf dem Tisch noch in den Schubladen befindet sich etwas, das dich interessiert. Na, das ist typische Point-and-Click. Einfach mal was anklicken, was einem gar nicht weiterhilft. Du öffnest jede einzelne Schublade, findest aber nichts weiter als Rechnungen und Dokumente, die mit dem Geschäft zu tun haben. Okay. Oh, hier ist es. Du nimmst die Tafel von der Wand und erinnerst dich. Für einen Meister der Alchemie setzt sich alles aus diesen paar Elementen zusammen.
Der Orden des Fleisches und seine unbekannte Erneuerung des Fleisches basieren wohl auch darauf. What? Aber warte mal, die haben mich gerade an das... Zum Glück. Ja, ja, ja. Oh. Eine Tafel mit alchemistischen Elementen. Ja, ich vermute mal, ich habe wieder zu schnell weggeklickt, es tut mir leid. Aber dieses Drag-and-Drop-System ist so scheiße hier. Die Symbole auf der Tafel stimmen mit denen auf den Holzstückchen überein. Aber du weißt immer noch nicht, wozu sie gut sind. Tja, keine Ahnung, weil ich dachte, wir müssen die vielleicht sortieren oder so. Okay, was... Oh, halt. Was haben wir denn da? In eines der Enden ist ein Y eingraviert. Das erweckt dein Interesse. Ja, was ist das? Ein sechseckiger Stock. Aha. Tja, keine Ahnung. Wir gehen erstmal hoch. Aber mehr finde ich jetzt, sehe ich hier gerade auch nicht. Wir gucken mal, was da oben ist. Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Okay, wir kommen da also nicht hin. Oh, hier ist noch ein Kreuz. Als du das Kreuz nimmst, bemerkst du die seltsame Methode, mit der es an der Wand befestigt war. Vier Bolzen ragen aus der Rückseite heraus. Aha. Was für Bolzen? Ein Kruzifix. Hä, was für Bolzen? Muss ich das jetzt verstehen? Hier ist ja auch noch ein Kreuz. Aha. Sorgfältig untersuchst du das Kreuz, findest aber keine Hinweise auf Petits Tagebuch. Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden, würden in die Löcher des Großen hineinpassen. Aber letztere sind mit einer Art Deckel versehen und die Bolzen gehen einfach nicht hinein. Muss ich das irgendwie aufmachen? Mit der Spitze der Schere versuchst du, die kleinen Löcher in der Mitte des Kreuzes zu öffnen. Aber ohne Erfolg. Ach, halt. Dieser Holzstab scheint in keine der Öffnungen des Kreuzes hineinzupassen. Ja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Aber wofür ist dieser Bolzen? Na gut, wir kommen hier, glaube ich, nicht wirklich viel weiter. Und hier müsste eigentlich auch noch irgendetwas sein, aber ich weiß leider nicht was. Welcher Freak würde sich so etwas ins Haus stellen, wenn er, um die echte Kathedrale zu sehen, nur nach draußen gehen muss? Warum ist hier schon wieder so eine Musik? Warum? So, ich gucke noch mal draußen, ob ich irgendwie mit ihr quatschen kann. Ja, ist doch gut. Mach's weg. Ich will noch mal mit ihr quatschen. Und obwohl du dich nicht traust, sie zu fragen, erinnerst du dich? An was? Ich verstehe nicht. Was tust du für deinen Vater? Ich sehe in dir denselben Wahn wie in ihm. Notre Dame, die Alchemie, der Orden des Fleisches. Ihr beide sucht ein und dasselbe. Okay. Was macht dir Angst? Dass dir dasselbe passiert wie ihm. Er hat sich das Leben genommen, John. Ich weiß nicht, ob es wegen seiner Nachforschungen war, aber er nahm sich das Leben. Oder vielleicht auch nicht. Was war dein Vater für ein Mensch? Mein Vater war ein guter Mensch. Er war ruhig. Liebevoll, einsam. Er ist kaum noch rausgegangen, seit meine Mutter starb. Hat dein Vater seine Leidenschaft mit jemandem geteilt? Mit irgendeinem Freund? Als ich klein war, ja. Ein seltsamer Typ. Er nannte sich Choke, glaube ich. Mit der Zeit wurde er sehr merkwürdig. Eines Tages verschwand er und kam nie wieder. Ja, wir kennen ihn, ja. Weißt du, wieso er... Nein, vergiss es. Entschuldige. Wieso sich mein Vater umgebracht hat? Nein, er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich erhängt. Klingt aber auch nicht ganz so logisch. So, und weiter kann ich mit ihr nicht quatschen. Oh, doch. Und wenn es nicht deine Schuld wäre? Das ist Blödsinn. Aber es wäre ein Trost, wenn ich jemand anderem die Schuld geben könnte. Wenn er vor mir stünde, ich sage dir, ich wüsste nicht, was ich mit ihm anstellen würde.
Das sind jetzt auch noch alles Erinnerungen, oder? Ich liebe dich, Pauline. Danke. Nur zu gern würde ich das erwidern, aber in meinem Innersten habe ich viel zu viel Angst, John. Vertrau mir. Ich passe auf dich auf. Verarsch mich nicht, John. Meine Mutter ist verschwunden. Mein Vater ist verschwunden. Und du wirst auch verschwinden. Oh, die arme Pauline. Aber ich wollte eigentlich mit ihr wegen was... Tja, okay, was anderem quatschen. Ein mysteriöser Schrank. Ja, das haben wir... Du öffnest... Ja, die sind alle leer. Das hatten wir auch schon. Den Globus. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Du tastest den Globus nach einer Klappe oder irgendeinem versteckten Mechanismus ab. Etwas, das eines Indiana Jones würdig wäre. Aber du suchst vergeblich. Schade. Kann ich mit ihm noch mal quatschen? Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Ach nein? Und wenn ich Ihnen sage, dass ich in meiner Hose Boule-Kugeln mit mir herumtrage? Ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Aber es klingt komisch. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Hä? Sie sind auch kein typischer Amerikaner. Sie haben noch nicht auf mich geschossen. Ja, also... Das ist wirklich Klischee. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Ich bin zu hübsch, ich weiß. Ja. Gibt's hier echt noch mehr Klischees? Die junge Frau an der Ladentheke beachtet mich nicht. Mit mir würde sie das niemals machen, definitiv nicht. Hä? Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Ich entspreche wohl eher dem Klischee des Mandingo, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Wollen Sie andeuten, dass ich wie ein Heterosexueller aussehe? Was? Oh Gott, was sind das für Klischees? Hilfe. Ich lieg schnell weg, sonst kriege ich hier noch einen Shitstorm meines Lebens, weil ich ein Spiel spiele, welches mit Klischee arbeitet. Aber mehr ist hier wirklich nicht, ne? Die beiden vielleicht noch irgendwas? Nee. Pauline, du musst mit mir quatschen. Oh, hier oben. Du kannst von dort nichts mitnehmen, auch wenn du weißt, wie du dorthin gelangst. Tja. Die Rüstung eines Samurai, dessen Katana dir schlagartig eine weitere Erinnerung beschert. Dieser Typ. Bist du? Nur mit Haaren, oder was? Okay. Hier ist einfach nichts mehr. Doch, hier ist noch ein Bild. Ein Soldat der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg. Die Tatsache, dass es mit der Geschichte deines Landes verknüpft, eine simple Regel, die von vielen Regierungen nicht beachtet wird. Ja, ja, ist in Ordnung. Oh, was ist das? Beim Betrachten des Wandteppichs erinnerst du dich. Und das heißt, dass der Priester Don Ginés de Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss, Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen hat? Kanntest du ihn? Und Ginés de Ordunia? Hat er nicht den Orden des Fleisches gegründet? Mich wundert es, dass er vorhin nicht schon auf den komischen Mann reagiert hat. Der Vater von Pauline kann es ja eigentlich nicht sein. Ey, hier muss doch irgendwas sein. Wozu ist dieses Kreuz gut? Das ist nicht mein Problem, John. Nichts von dem, was dich interessiert, ist jetzt noch mein Problem. Sei doch nicht gleich so. Mensch, Paulinchen. Verdammt, aber vielleicht kann der uns ja helfen. Wieso willst du das einem Fremden zeigen? Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte er auch noch was zu sagen gehabt. Toll, ich kann einmal nicht mit der quatschen. Das ist doch Mist. Was muss ich jetzt denn hier tun? Hallo, hier. Wofür ist eigentlich die Öllampe?
Okay, ich kann hier nicht... Ja. Oh, Musik hat wieder eingesetzt. Wir gucken noch mal hier. Irgendwas muss doch hier sein. Oh, okay. Warte mal, hier ist aber... Ach so, nee, das ist das Kreuz. Nee, damit kann ich auch nichts anfangen. Warte mal. Halt, halt, halt. Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Ach so, hab ich das? Das ist gut. Ich kann hier nichts weiter machen und das ist schade, schade. Oh. Der Arbeitsbereich von Pauline. Und da ist nichts, was ich mitnehmen kann? Weder auf dem Tisch noch in den Schubladen befindet sich etwas, das dich interessiert. Ich kann übrigens auch Hinweise einschalten, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das wäre dann auch wieder zu einfach. Hier war ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Huch. Muss sich wohl um defekte Artikel handeln, die Pauline aus dem Verkauf genommen hat. Im Regal ist nichts mehr... Okay. Mit Hilfe der Uhrmacherlupe untersuchst du die Fassade auf der rechten Seite. Okay, okay, okay. Was wird uns gleich erwarten? Ich habe getan, was du mir gesagt hast und diese Medaillons untersucht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ginesta Ordunia, Begründer des Ordens des Fleisches, ein paar ähnliche in Auftrag gab. Und zwar für eine kleine Kirche im Ausland. Ich habe überall auf der Welt nach einer Kirche mit diesen Medaillons gesucht. Aber wenn es sie gab, ist sie verschwunden. Und jetzt? Das hat mir jetzt auch nicht so viel weitergeholfen. Eine Tafel? Ja, ist doch in Ordnung. Ich hasse dieses Drag-and-Drop-System. Komm jetzt her hier. Die Symbole auf der Tafel stimmen mit... Ich weiß es doch auch nicht. Hängt er das jetzt wieder an? Du siehst keinen Sinn darin, das in die Klappe zu legen, welche die beiden Räume miteinander verbindet. Du öffnest die Klappe und findest eine dieser kleinen UV-Lampen, wie man sie verwendet, um Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Warte mal, aber warum? Ein UV... Ja, ist in Ordnung. Du inspizierst das Kreuz mit der UV-Lampe, findest aber keinerlei neue Hinweise. Sehr mysteriös. Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht, entdeckst aber nichts Neues. Warte mal, dann vielleicht hier noch auf dem Tisch? Nein, hier? Hier muss noch irgendetwas sein. Irgendwas, was ich wirklich übersehe. Ich weiß einfach nicht, was. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Wir wissen, dass das Kreuz ist. Na gut, ich gehe noch mal zu Pauline. Vielleicht quatscht sie jetzt noch mal mit mir. Nein, tut sie nicht. Mist. Und wenn du, als du das letzte Mal hier warst, irgendeine verborgene Nachricht zurückgelassen hast, wie die im Jacuzzi, nachdem du alle Artikel in den Regalen mit dem UV-Licht inspiziert hast, weißt du, dass du dir das hättest schenken können. Ja, man weiß doch nie. Er läuft einfach irgendwo hin. Und wenn du, ja, nachdem ist, du... Ja, es ist okay, ist okay. Du verwendest die Lupe, um jeden Zentimeter der Weltkarte abzusuchen. Entdeckst aber nichts Neues. Das ist doof. Du suchst alle Regale mit Hilfe der Lupe ab, entdeckst aber absolut nichts, das dich deinem Ziel näher bringt.
Och, Paulinchen, du kannst mir ruhig mal helfen. Mit der Spitze der Schere versuchst du, die kleinen Löcher in der Mitte des Kreuzes zu öffnen. Aber ohne Erfolg. Wofür ist denn die Schere? Wofür ist die Schere? Jetzt mal ohne Quatsch. Eine Kiste. Ja, ist schön für die Kiste. Warte mal, warte mal. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht mit... Ich hasse das. Das UV-Licht zeigt nichts, was man nicht auch mit bloßem Auge schon erkennen konnte. Oh toll, warum wurde mir das angezeigt? Ich hatte Hoffnung. Ich hatte Hoffnung und Träume. Ein... Ja, ich wollte... Ah, es tut mir leid. Das ist ja mal alles so ein bisschen... Passt der Schlüssel vielleicht auch hier rein? Wie erwartet, passt der Schlüssel nicht in dieses Türschloss. Hätte ja sein können. Okay, Leute, ich glaube, ich muss einen Hinweis nehmen. Ich klicke hier, um die Stelle auf dem Bildschirm anzuzeigen, mit dem du interagieren kannst. Was? Ey, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Habe ich schon alles... Damit habe ich ja schon interagiert. Ich habe bereits mit allem interagiert. Ich kann gar nicht so schnell gucken. Ha. Wieso verwahrt Pauline einen sechseckigen Stock, auf dem die Narbe von deiner Hand abgebildet ist? Keine Ahnung. Diese Frage stellst du dir selbst, willst sie im Augenblick aber nicht an Pauline richten. Okay. An wen denn dann? An wen denn dann? Oh Mann, oh. Ich kann halt auch hier oben nichts machen, weil ich da oben gar nicht rankomme. Na gut, da komme ich ja eh nicht hin. Du öffnest die Klappe erneut, findest aber sonst nichts. Wenn du das dort ließest, könnte Pauline es aus der Schublade hinter der Ladentheke herausnehmen. Aber du weißt nicht, was dir das bringen sollte. Okay. Du siehst keinen Sinn darin, das in die Klappe zu legen. Ich vermute mal hier... Das muss doch hier auch noch irgendeine Bewandtnis haben mit dem... Oh, sorry. Muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Hier ist aber auch einfach nichts mehr. Das nervt. Was ist das hier nochmal für ein Symbol? Ich hab's vergessen. Über den Stern kannst du jederzeit zu deinem Lieblingsmoment das Spiel zurück. Ah, wir haben noch Tipps. Halt, mal gucken, was mir der Tipp gibt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, erhältst du über diese Schaltfläche kleine Hinweise. Ach so. Seltsame Kombination. Eine kleine satanische Kiste und ein christliches Kreuz. Ach, hör doch auf. Hä? Nein, das wollte ich nicht. Ach, hör doch auf. Hä?
check's nicht. Oh, nee, komm, ne? Du stellst fest, dass die Holzstückchen aus der Kiste in die Löcher im Kreuz hineinpassen. Aber welches kommt wo hinein? Du stellst die Kiste neben das Kreuz und beschließt, einen Versuch zu wagen. Minispiel. Hab ich... Alter, ich hab keine Ahnung. Eine Tafel mit alchemistischen Elementen. Alter, ich hab keine Ahnung. Was? Warte mal, ich muss mir das ein Kreuz Kruzifix. Angucken. Ein Kruzifix. Ach, sehr schön. Ja, aber... Warte mal, kann das... Das kann ich nicht daneben. Alter, das check ich absolut null, ganz ehrlich. Das ist... Wie soll mir das denn jetzt helfen? Oha, okay, ich habe keine Ahnung. Warte mal, nee, warte mal, der hat doch vorhin... Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Irgendwas mit Salz war auch noch. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's Feuer war auch noch. Halt. Ich weiß mal eh nicht, in welche Reihenfolge das muss. Das kommt ja dann noch dazu. Was war's denn noch? Das Wasser? Ich weiß es nicht. Schwefel? Keine Ahnung. Ich guck mal, was er jetzt sagt. Nicht viel anscheinend. Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden würden, letztere sind mit einer Art Deckel versehen. Kann ich irgendwas drehen? Irgendwas machen? Okay, mir fehlt anscheinend irgendwie ein Hinweis. Ich muss mir das hier nochmal kurz angucken. So sehr du auch suchst, du findest keinen Hebel, der irgendeine Feder in Gang setzt, welche wiederum irgendein Fach öffnen könnte. Entgegen aller Vermutungen ist dieses Modell nur ein Modell. Also bei dem Rätsel habe ich absolut keine Ahnung. Du musst vier der... Wenn du nicht weißt, welches wohin gehört, suche in der Nähe des Schreibtisches. Und inspiziere den Wandteppich im Verkaufsraum. Ja, da komme ich ja auch nicht hin. Den Schreibtisch, ja. Aber... Weder auf dem Tisch noch in den Schubladen befindet sich etwas, das dich interessiert. Das wird wahrscheinlich das Brett gewesen sein. So, dann gucke ich jetzt nochmal auf den Wandteppich. Nein, halt! Nein, 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 der andere! Der andere! Silber, Salz, vermute ich. Ich wusste, irgendwas mit Salz war es auf jeden Fall. Und ich muss mir das aufschreiben und ich habe nichts zum Aufschreiben hier. Verdammt. So, ein Stift. Okay. Oh Gott. Also auf jeden Fall oben kommt Salz hin. Glaube ich. Ich weiß aber nicht. Werde ich gleich nochmal lesen müssen. Also so richtig kann ich jetzt nicht aussprechen. Ignis. Ich weiß nicht, was Ignis ist. Und Silber war das, ist das, glaube ich, das andere. So. Ja, das hätten wir schon mal. Jetzt. Ach, Quatsch. So, wir gehen nochmal zum Rätsel zurück. Ich gucke mir das jetzt nochmal genau an. Und mehr ist ja, glaube ich, nicht. Was? Ach so. Ist hier irgendwas, was so wie... Nein.
weiß nicht, was Ignis und Mercury sein sollen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oben hin. Das muss auf jeden Fall oben hin. Und Silber ist der Mond. Der Mond, der kommt hier hin. Was das ist, habe ich vergessen. Das war Feuer. Okay, ich habe noch vorhin auch irgendwas im Feuer mit im Kopf gehabt. Was ist denn Ignis? Ich glaube, ich muss mir das nochmal anschauen. Hier am Schreibtisch finde ich auf jeden Fall nicht mehr viel. Den Wandteppich muss ich mir nochmal ansehen. Und der hat ja vorher noch irgendwas gesagt, aber ich habe es vergessen. Beim Betrachten des Wandteppichs erinnerst du dich. Okay, und das heißt, dass der Priester Don Gineste Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss. Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen hat? Das Silber ist Quecksilber. Kanntest du ihn? Und Gineste Ordunia? Hat er nicht den Orden des Fleisches gegründet? Ja, ich habe jetzt das andere schon wieder vergessen, weil du so viel erzählt hast. Beim Betrachten. Ja, und das heißt, dass der Priester Don Gineste Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss. Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen hat? Okay. Kanntest du ihn? Und Gineste Ordunia? So, keine Zeit. Ja, okay, ich habe zwar einen Tipp genommen, aber ich wäre tatsächlich lange hier dran gescheitert. So, Salz haben wir oben. Feuer war sogar richtig, tatsächlich. War Feuer richtig? Wo haben wir Feuer? Und das muss ich... Warte mal, nee. Was habe ich denn jetzt hier für ein Zeichen? Ich habe schon wieder vergessen. Quecksilber kommt hier hin. Und das muss weg. Und dafür Schwefel ist das. Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden würden... Ist okay. Irgendetwas musst du erreicht haben. Tja. Da die vier Löcher in der Mitte des Kreuzes nun offen sind. Ich bin halt intelligent. Was erwartet man denn da? Das Tagebuch. Wir haben das Tagebuch, meine Freunde. Zu. Weißt du, dass du widerlich bist? Du stinkst nach Scheiße, weil du ein Hosenscheißer bist. Kapiert, Hosenscheißer? Aber ich mach dich zu einer Prinzessin. Warst du schon bei der Maniküre? Ich hab ihn gefunden, Cooper. Henry? Wen denn? Boris. Er ist in Happydale, einer Irrenanstalt, nur eine Stunde von hier. Schnappen wir ihn uns? Er weiß zu viel. Knebel. Nein, er ist total verrückt. Niemand wird ihm irgendetwas glauben. Unser Freund würde bestimmt gerne ein ausführliches Schwätzchen mit ihm halten, nicht wahr? Henry, der, dem du am meisten schuldig bist, der dich im Hotel fand, als du im Sterben lagst, der alles Notwendige veranlasst hat, damit du dich erholst, der dich auf die Fährte zu deiner Vergangenheit gebracht hat. Henry, dein Retter, dein Geldgeber, dein Freund. Dein Peiniger. Was verbirgt er noch? Wonach strebt er? Du blätterst weiter in Petits Tagebuch. Wo findet der Orden des Fleisches wieder zusammen? Skytale suchen. Du wirst diese Skytale hier finden und anschließend diesen Boris in Happydale, New York.